und herzlich willkommen zum WhatsApp Wednesday. Yay! Der WhatsApp Wednesday ist folgendes. Ihr schickt mir unter dieser Nummer am WhatsApp Wednesday Nachrichten bzw. Sprachmemos nur 1 bis 2 Nachrichten pro Person. Ich wähle dann per Zufall welche aus, spiele sie hier ab und beantworte euch die Fragen. Und jetzt geht's los. Lina, ich heiße Emily und meine Frage ist, ob dir die Zeit mit Bibi und Tina und den anderen, also Lisa Marie Kohl und Luis Held und Phil Laut und so sehr gefallen hat. Hey, liebe Emily, also die Zeit von Bibi und Tina hat mich wirklich sehr geprägt und ich bin dadurch wesentlich selbstständiger geworden und ich habe einfach viele Dinge dadurch gelernt, würde ich sagen, und bin natürlich auch daran gewachsen in den letzten 4 Jahren. Mit meinen Schauspielkollegen, beziehungsweise jetzt ja auch Freunden, hat es wirklich jedes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben viele lustige Momente erlebt, die man leider nicht nochmal so erleben kann. Nächste Frage. Hallo, liebe Lina, ich bin Sammy und mein Instagram-Name ist Revolverheld mit Doppel-R am Anfang und Doppel-D am Ende. Und ich wollte fragen, ob du generell bei deinen Fans so auf den Seiten vorbeischauen würdest, weil ich zum Beispiel singe auch und ja. Hallo liebe Sammy, ja, du hast mir jetzt deinen Instagram-Namen genannt, da kann ich ja nachher mal vorbeischauen. Und natürlich, also es gibt so viele süße Fanpages jetzt für mich und Tillmann, für mich und Anni, für Lisa und mich, also da sind wirklich süße Sachen bei und ich gehe da wirklich durch. Ich klicke dann immer auf meine Verlinkung und gucke mir diese ganzen süßen Bilder an. Ich kann natürlich nicht alles liken und überall kommentieren, weil ich glaube, dann wäre es auch für euch irgendwann ein bisschen langweilig. Weiter geht's! Hi Lina, mein Name ist Julia und ich wollte dich fragen, wie du auf die Schauspielerei gekommen bist und ich wollte dir sagen, dass ich dich mega hübsch finde. Hallo liebe Julia, auf die Schauspielerei bin ich tatsächlich durch Zufall gekommen, da ich damals 2013 deinen Song gewonnen habe. Und dann hat die Produzentin von Bibi und Tina mich in der Zeitung gesehen, in der Berliner Zeitung. Und ja, dann haben die uns erreicht und angefragt, ob ich für die Rolle der Bibi vorsprechen will. So bin ich da reingerutscht. Spektakulärer war es gar nicht. Tja moin, ja, es gibt auch männliche Fans von dir. Ja, ich bin der Luca. Wahrscheinlich wirst du diese Sprache eh nicht hören. Aber egal. Das ist doch jetzt nicht dein richtiges Handy. Du hast doch bestimmt so ein zweites Handy. Und ja. Oh! Ja, also das ist nicht mein richtiges Handy. It's here. Nee, ich gebe natürlich nicht meine richtige Nummer raus, aber es ist trotzdem ein Handy in meinem Besitz quasi, wo mir jetzt am Mittwoch immer über WhatsApp geschrieben werden kann. WhatsApp Wednesday! Und ja, viele Grüße an dich. PS Luca, ich höre auch die Nachrichten ab von männlichen Fans. Puh. Yay! Hey, und zwar, ich war jetzt erst morgen ab 12 Uhr, aber da habe ich Schule und deswegen stelle ich meine Frage jetzt schon. Und zwar wollte ich fragen, ob es für dich schwer war, Synchronsprecherin zu werden oder zu sein. Liebe Grüße aus Berlin. Liebe Grüße zurück nach Berlin. Also es war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, dadurch, dass es auch direkt so ein Disney-Mega-Weihnachtsfilm war. Ich habe es vorher gar nicht so wahrgenommen, aber als ich dann in den Studios war, war ich schon ziemlich nervös und aufgeregt, ob ich denn die Rolle überhaupt bekomme, also ob ich es überhaupt sprechen darf oder nicht. Und als ich dann sprechen durfte, war ich noch aufgeregter, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie groß Disney eigentlich ist und was das für eine Chance ist. Ich muss sagen, dass ich aber ein sehr tolles Team hatte und dass alle wirklich sehr, sehr nett waren. Das hat mir viel Spaß gemacht, der Film war toll. Es war einfach eine wirklich ausnahmslos tolle Erfahrung. Kommen wir zur letzten Frage. Yeah. Hallo Lina, mein Name ist Lorraine und meine Frage an dich ist, bist du an etwas an dir besonders stolz? Und ja, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz doll lieb habe und dass ich so stolz auf dich bin. Oh. Liebe Lorraine, deine Frage ist sehr niedlich. Und ja, ich würde sagen, ich mag mich selber dafür, dass ich gut über mich selber lachen kann. Ja, das ist es, glaube ich. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten WhatsApp Wednesday. Stopp, noch nicht wegdrücken, denn wir haben fast 100.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und dafür habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar lautet die Überraschung Fancalls. Hashtag Fancalls. Ich werde euch nämlich anrufen und dann können wir ein bisschen quatschen und ihr könnt mir eure Fragen stellen. Und wie das Ganze dann genau funktioniert, werdet ihr in einem meiner nächsten Insta-Posts
erfahren. Bye!